Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Fahrradtour bei herrlichstem Frühlingswetter. Ich stehe hier vor dem Parkbad in Aalen, also südliches Münsterland. Wird eine 50 Kilometer Tour durchs Münsterland und ich bin heute nicht allein unterwegs. Nein, zum einen ist meine liebe Frau Andrea heute dabei. Freust du dich? Ja. Ja, schön, was sollst du sonst auch sagen, wenn ich mal einfach so frage. Und du bist irgendwie noch im Zwiebel-Winter-Einpack-Modus hier, dicker Schal drum. Sonne scheint, wie gesagt, aber ganz warm ist es nicht, ne? Heute Morgen hat es noch gefroren. Schauen wir mal. Und wer noch dabei ist, heute das erste Mal auf meiner ersten Tour mit ihm sozusagen jetzt hier, dass er auch was sehen kann, nämlich der Faxe. Ich hatte euch ja gefragt, wie ich mein E-Bike nennen soll, damit ich auch eins unterhalten habe, wenn ich alleine unterwegs bin. Und das Rad heißt jetzt Faxe. Und Faxe ist auch dabei und kann man sehen. Mal gucken, wie er sich da macht. Ist ja nicht der kleinste. Und ich habe so ein bisschen Bedenken, dass er ans Wackeln kommt. Ich habe mir so eine Fußplatte hier für ihn gedruckt mit einem 3D-Drucker. Schauen wir mal. Aber damit wir nicht länger quatschen jetzt hier, auf geht's durch die Münsterländer Parklandschaft und start, wie gesagt, hier am Parkbad in Aalen. I never got it, what you had to go. I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Die Tour startet ja heute Morgen übrigens mitten in der Stadt in Aalen und ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ne? Aalen ist so südliches Münsterland, wo ich sonst eigentlich selten bis gar nicht vorbeikomme. Mit dem Rad war ich auch noch nie unterwegs. Die Tour habe ich gefunden auf der Internetseite von Münsterland Tourismus, verlinke ich euch natürlich. Habe ich ja öfter schon schöne Touren ins Münsterland gefunden und die hier nachgeradelt und euch gezeigt. Und heute Morgen ganz gespannt, ne? Bis jetzt immer gute Erfahrungen damit gemacht. Autofahren hat ja schon gar keinen Spaß gemacht heute Morgen. War schon so ein kleines Abenteuer. Aber egal, wir fahren jetzt ja Fahrrad. Na, Faxe, alles klar? Boah, Faxe ist auch kalt, der zittert richtig. Tippidoppi. Ich habe ja gerade so ein bisschen gelästert beim Start an der Schwimmhalle da. Von wegen Zwiebellook, dicker Schal. Aber jetzt beim Fahren hat sie recht gehabt. Ne? Mir ist jetzt ein bisschen kalt hier am Hals. Andrea, ne? Alles richtig gemacht. Kaum 5 Kilometer unterwegs, habe ich schon wieder nicht aufs Navi geachtet, nicht abgebogen. Mal gucken, wie lang die Tour heute wird, ob das mit 50 Kilometern hinkommt. Ich glaube, das kriege ich Mecker. Landcafé. Leider falsche Richtung. Ah. Was meinst du, Andrea, wenn unterwegs jetzt auf der Strecke so ein Café kommt? Das kann man doch mal machen, oder? Hey. Wir haben ja keinen Stress hier, ne? Von daher sind wir ganz entspannt unterwegs. Und ich habe ja Urlaub. Ich kann den schönen Tag hier genießen. Anfang März, Wochenende ist ja schon wieder hier Schlechtwetter mit Schnee und Kälte, Einbruch gemeldet. Hast du nicht gesehen, obwohl kalt ist jetzt auch, ne? Aber egal, Sonne scheint, gute Laune. Weiter geht's. Don't I make you feel something? Or maybe you can't feel anything. She's not gonna give you everything.
Kilometer 11 jetzt hier die erste Rastmöglichkeit. Die erste Bank, die wir jetzt auf der Strecke gesehen haben. Aber ein bisschen habe ich mir die Strecke natürlich vorher schon angeguckt. Hier kommen auch noch so ein paar Wetterhütchen, ne, bei schlechtem Wetter, wo man sich unterstellen kann. Und auch ein paar Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, ganz am Ende auch noch mal in Aalen. Bin mal ganz gespannt. Wir fahren die Straße nach. Nicht in den Wald. Ja, sieht auch nicht so einladend aus jetzt hier, ne? Bin ich ganz froh, dass wir hier der Straße folgen. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. Ich glaube, Faxe ist kalt, der zittert richtig. Aber er kann was sehen. Macht auf jeden Fall richtig Spaß hier bei dem blauen Himmel heute Morgen eine Radtour zu unternehmen. Also genau die richtige Entscheidung. Und wir kommen jetzt hier gleich nach Sendenhorst. Hier wohl offensichtlich das alte Bahnhofsgebäude und jetzt hier Gaststätte mit Clubdisco. Und hier geht's weiter. Und hier der fürs Münsterland typische Reitplatz hier mit Reithalle. Darf natürlich bei keinem Ausflug hier im Münsterland eigentlich fehlen. Ne? Jetzt ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke, ohne Navi fahren ist vielleicht doch einfacher. Ne? Fahr schon wieder zurück hier, falsch abgebogen. Hinter den Sträuchern hier ist der eigentliche Weg. Und dann schauen wir mal eben, wo es schief gegangen ist. Auf dem kleinen Display einfach so. Ne? Ich hab da die akustischen Warnhinweise ausgeschaltet. Das Ding ist also nur am Piepen. Ne? Das ist ja auch nichts. So, hier ist es schief gegangen. Von da sind wir gekommen. Bin einfach geradeaus weitergefahren. In die Sackgasse hätten wir einfach nur aufs Schild gucken müssen. Ne? Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Ja, genau, bei Kilometer 20 jetzt hier die nächste Rastmöglichkeit, so eine schöne Bank. Aber weiß nicht, schöner See ist das jetzt so nicht, Andrea, oder? So eingezäunt. Nein. Weiter geht's. Aber so ein Hüngerchen habe ich langsam schon, ne? Habe ich auch irgendwie immer. Die kleine Raupe nimmer satt. Da schon die nächste Rastmöglichkeit, auch viel hübscher. Aber belegt. Also weiter suchen. Straßen zwischen den Orten hier so im Nirvana, hätte ich was gesagt, im Nichts, sind ja oft gar nicht so gut zu radeln, ne? Manchmal ziemlich kaputt, aber die werden jetzt auch hier in der Gegend bei uns ja auch schon nach und nach jetzt alle wieder aufgemöbelt und hier zum Fahrradfahren, tippitoppi, eine neue Straße.
Ja, wenn sie wohl schön ist, da steht natürlich keine Bank, ne? Hm. So, jetzt hier gut 25 Kilometer unterwegs und da hinten, das sieht auch wie die nächste Schutzhütte aus, das ist jetzt unsere. Die Spannung steigt, ist die Hütte unbewohnt. Tippitoppi. Pause, Andrea. Das Beste ist jetzt, dass Andrea ein bisschen was vorbereitet hat hier für die Pause. Kleines Picknick. Und da bin ich schon ganz gespannt, ne, was es gleich hier auf dem Teller gibt. Was gibt's denn? Verrätst du das? Oh, gesunde Apfel, Sachen. Apfel, Banane. Oh. Oh. Keine Mettwürstchen? Nein. Aber schön hier, ne? So ein Hütchen. Ja. Ganz praktisch, ne? Der Wind kommt auf meiner anderen Seite, dass wir hier relativ windgeschützt sitzen. Tippitoppi. Oh, danke schön. Und auch hier die Straße zwischen den Feldern, tippitoppi asphaltiert. Da kommt Freude auch beim Radfahren. Kilometer 30 jetzt hier. Herzlich willkommen in Vorhelm. Habe ich vorher, muss ich ehrlich sein, noch nie gehört, den Ortsnamen. Schauen wir uns mal an. Ja, ich glaube, das war es jetzt hier schon mit Vornhelm im Münsterland, Kreis Warndorf. Und hier bei Kilometer 35 jetzt auch schon die nächste Unterstellmöglichkeit. Das ist ein alter Stolleneingang, ne? Aber ist eine Bank drin. Was haben wir denn hier? Strontia, Stronzianitbergbau. Stronzianitbergbau, aha. Also wirklich ein alter Stollen. Wir haben es jetzt mal ein bisschen schlau gemacht hier an der Infotafel vom Heimatverein. Also danke dafür schon mal an den Heimatverein für die Infos hier. Auf der Grube Alvine, hier 1880 bis 91, gab es halt Strontianit, wurde hier abgebaut. Ein seltenes Erz, das die Zuckerindustrie für die maximale Ausbeute bei der Gewinnung aus Zuckerrüben benötigte. Siehst du wohl, wieder was gelernt hier, ne? Hätte ich gar nicht gedacht, ne? Dass das irgendwie Bergbau und Landwirtschaft was miteinander zu tun haben. Hast du was gedacht? Nee, haben wir nicht gewusst, ne? Richtige Bildungstour hier heute. Ja, liebe Leute, ich glaube, ich habe jetzt hier ein kleines Déjà-vu. Wir sind wieder in Vorhelm. Nein, wir haben uns auch nicht verfahren. Extra noch mal jetzt hier aufs Navi geguckt. Die Pfeile zeigen in die richtige Richtung. Ich fahre nicht entgegen den Pfeilen. Ist mir ja alles zuzutrauen, wisst ihr, ja? Den Ort scheint es wohl hier
mehrfach zu gehen, beziehungsweise der ist länger, als ich dachte. Richtig ein bisschen hügelig hier. Guck mal hier, das passt doch auch hier in die Jahreszeit. 4 Wochen ist Ostern. Richtig schön zu radeln hier heute und man braucht auch gar kein Navigationssystem. Festgestellt, einfach immer hier den Radfahrschildern, den Radwegschildern folgen. Ja gut, irgendwo gibt es auch Kreuzungen, wo die woanders hinführen. Ne? Aber richtig großartig verfahren, dass man hier so Komoot-like irgendwo in den Sträucher landet, kann ja eigentlich heute nicht passieren. Wenn man denn auf die Schilder achtet, hatten wir ja gerade noch. Andrea hat ja bei ihrem Image-3 hier von Kalkhoff den Vorteil, dass er den Akku halt von oben in den Rahmen einlegen kann. Ich muss ja immer hier unten die Klappe aufmachen, das ist immer ein Formular dann halt, ne? Gerade wenn es kalt ist, mit kalten Fingern. Nachteil ist natürlich, sie hat hier nicht die Möglichkeit, Getränkehalter dran zu machen. Hier könnte man nachrüsten, ne? Das ist ja ein Aluminiumrahmen, könnte man Gewindenieten reinmachen, Löcherbohren, Gewindenieten rein einmontieren oder halt so wie wir es auch machen, ja, halt eine Packtasche mitnehmen, wo man, ja klar, in die Tasche kann man auch eine Trinkflasche reinpacken, wo man halt außen auch noch eine Tasche hat, wo man schnell die Flasche griffbereit hat, ne? Ich habe jetzt auch nur noch einen Getränkehalter montiert, weil ich ja, wenn es richtig kalt ist, hier den Winterpulli fürs Rad drum mache. Und schauen wir mal, Faxi hier, wie geht's dir? Alles okay? Konstruktion vor allem, ja, das scheint zu funktionieren hier mit meinem Experiment aus dem 3D-Drucker. So, jetzt hier Kilometer 43. Nächste Wetterschutzhütte, Pausenmöglichkeit. Aber jetzt auch so ein bisschen fragwürdig idyllisch gelegen, ne? Wenn ich mir die Straße angucke. Aber ich will nicht meckern, ne? Wenn es hier richtig am Malmen ist, am Regnen, dann freut man sich doch. Auch wieder so eine Wetterschutzhütte an der 100er Schlösserroute. Die, in der wir die Pause gemacht haben, war ja auch schon eine an der 100er Schlösserroute. Wir fahren hier links, Andrea. Also einmal rüber. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich habe jetzt noch keins von den 100 Schlössern hier gesehen heute. Vielleicht bin ich mal wieder nicht aufmerksam genug. Ich weiß es nicht. So, hier muss ich ja zumindest mal gucken, ne? Wenn hier schon Anfang März so ein Stand am Straßenrand offen hat, was hier angeboten wird, ne? Angeboten werden würde, wenn der mal da wäre, ne? Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbis, Eier. Güteklasse A. Da hätten wir früher aufstehen müssen heute Morgen. Was erblickt mein aufmerksames Radfahrerauge da? Ein Verkaufsautomaten. Tippitoppi. So, direkt mal gucken, was die Region uns hier zu bieten hat. Regiobox.
Schnibbelgurken, Apfelmus, Kartoffelsuppe, Würstchen. Oh, guck mal hier. Andrea, ich habe kein Portemonnaie mit. Kaufst du mir ein Würstchen? Ja. Mein Glückstag. Was kosten denn die Wiener Würstchen? Die 32. 2,80 €. Bin ich dir das wert? Wir sind hier übrigens gerade auf dem Verse-Radweg unterwegs und ich habe die Verse immer viel größer, viel breiter in Erinnerung. Ne? Ist sie sonst hier auch wohl nicht, ist wohl hier halt, okay, sieht man sie gar nicht mehr. Hier nur so ein kleines Bächlein, aber ich kenne sie halt weiter unten, ne? Münster, Techte, wo man schon Boot fahren kann und so. Guck mal, komm, 200 Meter weiter, ist das schon ein richtiges Flüsschen geworden. So schnell geht das. Bin ich wunderschön zum Radeln. Ich weiß, ich wiederhole mich hier heute Morgen. Aber es ist ja definitiv für Andrea und mich jetzt hier heute die erste Frühlingstour in diesem Jahr jetzt hier. Ne? Die letzte Tour, die ich unternommen habe, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, da war es doch immer schon ziemlich kalt am Frieren. Und jetzt richtig mit Sonne im Gesicht ist das schon... Richtig was Schönes, ne? Ist herrlich, ne? Ja. Ja. Siehst du wohl. Mittlerweile Kilometer 49. Ich hatte Andrea ja maximal 50 angekündigt. Die wurden auch genehmigt. Aber da kann ich auch nichts für. Ne? Hier ist der Radweg weiter gesperrt. Hier wird irgendwo eine neue Brücke über die Verse gebaut. Ja, gibt es einen Umweg, eine Umleitung. Wir müssten jetzt eigentlich da weiter. Schauen wir mal. Ich dachte gerade schon, das Schild würde es jetzt hier durchstecken, aber nee. Alles im Bau hier, hier geht's lang. So, da unten ist die Verse, da müssen wir wieder irgendwie hinkommen. Umleitungsschilder haben plötzlich einfach aufgehört. Oh, dann ist ein Zaun davor, der ist dicht. Mir egal, ich fahre jetzt runter. Ich will das jetzt. Und dann mache ich das auch. Und siehst du wohl, der Radweg ist frei. Und so ein Tor hier, das erweckt doch immer wieder meine Neugier. Was ist da wohl hinter? War eine Brücke, okay.
Hier zur Linken ist das Stadion von LR Aalen. Ich weiß gar nicht, welche Klasse die jetzt spielen. Irgendeine regionale Liga auf jeden Fall. Nichts sehr Überregionales. Ich mal hoffen, dass das stimmt, ne? Dass ich jetzt nicht hier so einen Shitstorm auslöse. Ja, Freunde, nach 52 Kilometern jetzt wieder hier am Parkbad in Aalen angekommen. Die letzten Meter, da wäre sehr lang, konnte ich euch gar nicht zeigen. Jetzt ist gerade Schule aus und so viele Leute kann man gar nicht verpixeln, wie da jetzt gerade unterwegs waren. Jedenfalls eine herrliche Tour. Ich glaube, das Video bringt das auch ein bisschen rüber hier in einer herrlichen Gegend hier. Und die hieß ja, glaube ich, als ich bei Münsterland Tourismus die gefunden habe, entspannt durch die Münsterländer Parklandschaft radeln. Das war es ja heute auch irgendwo. Ne? War ja auch eine sehr entspannte Tour bei herrlichem Wetter. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht, kann auch gerne den Kanal abonnieren. Und ich hoffe, dass Andrea, auch wenn die Tour jetzt 2 Kilometer länger war, mich das nächste Mal auch noch mal begleitet. Oder sagst du jetzt, nee, dem traue ich nicht mehr, was der da plant. Kommst du mal wieder mit? Ich komme noch mal mit, ja. Komm mal wieder mit. Glück gehabt. Also bis demnächst dann vielleicht ja auch mit uns beiden dann hier. Tschüss. Tschüss.